Liebe Waage, du beginnst deinen Monat mit einem Vollmond zwischen 1. und 2. September in Fische. Eine Thematik, die man verdrängt hat, dürfte endlich wieder ins Licht treten. Damit wirst du erkennen, was in deinem Leben zu verändern oder zu verbessern ist. Viele Waagen leiden unter Schlaflosigkeit und Burnout im September. Im Bereich der Gesundheit kann ein Arztbesuch notwendig sein. Zwischen 2. und 4. des Monats haben wir eine Opposition zwischen Venus und Saturn. Du selbst oder ein Bekannter von dir kann berufliche oder finanzielle Schwierigkeiten haben. In gesellschaftlichen und privaten Beziehungen ist es in dieser Zeit besonders wichtig, füreinander einzustehen. Dann haben wir am 5. Merkur in deinem Zeichen eingetroffen. Er tritt in dein Zeichen an diesem Tag ein. Und das heißt, bis zum 26. Monatstag wirst du mehr unterwegs als sonst sein. Du wirst deine gesellige und freundliche Art stärker zum Ausdruck bringen können. Es kann sein, dass du dir mehr Gedanken oder viele Gedanken um jemanden machst. Zwischen 5. und 9. des Monats haben wir einen Trigon zwischen Jupiter und Sonne. Eine Reise, Wohnwechsel oder gesellschaftliches Treffen sind nicht auszuschließen mit diesem Aspekt. Das Thema Versicherung oder Krankenversicherung können bald von Bedeutung sein. Am 10. geht Mars wieder rückläufig in Widder. Bis Mitte November bist du mit anderen Menschen viel unterwegs oder du wirst gemeinsam mit anderen an einer Sache arbeiten, die sehr mühsam und zeitaufwendig ist. Zwischen 1. und 12. des Monats machen Sonne und Neptun eine Opposition. Schlaflosigkeit kann an diesen Tagen einfacher denn je eintreten. Die Gesundheit eines nahestehenden Menschen kann gefährdet sein. In der Liebe kann eine Situation gegeben sein, die Unehrlichkeit beinhaltet. Am 13. haben wir Jupiter direkt in Steinbock. Jupiter war seit Mai dieses Jahres direkt rückläufig in Steinbock. Jetzt geht er normal in diesem Zeichen. Das heißt, bis zum Jahresende dürftest du mit dem Themen Familie und Wohnung langsam abschließen oder die damit verbundenen Situationen dürften sich bis zum Jahresende zum Positiven entwickeln. Zwischen 12. und 15. hast du Venus Quadrat Uranus. Gesellschaftliche Anlässe sind mit diesem Aspekt begünstigt. In der Liebe können sich neue Entwicklungen ergeben, wenn man seine Komfortzone verlässt und sich zutraut, das Unbekannte zu erkunden. Wir haben dann am 6. und bis zum 17. des Monats Neumond in Jungfrau. Bis zum Monatsende solltest du dich etwas zurücklehnen und entspannen. Eine Sache, die hängen geblieben ist, muss verbessert oder korrigiert werden. Und das kann ein bisschen lästig sein. Zwischen 18. und 23. hast du Pluto Quadrat Merkur. Meinungsunterschiede können bis zum 26. September einfacher als sonst eintreten. Man kann mit dieser Konstellation einen Vertrag unterzeichnen oder ein Darlehen aufnehmen. Zwischen 24. und 26. haben wir Mars-Opposition Merkur. Eine Angelegenheit dürfte sich beschleunigen. Vorsicht beim Autofahren ist besonders empfohlen. Zwischen 27. und 29. hast du Venus-Trigon Mars. Man könnte leidenschaftliche Momente mit einem Menschen erleben. Eine finanzielle Erleichterung kann erzielt werden, wenn man bereit ist, mit neuen Menschen zu arbeiten. Und dann zum Schluss haben wir Mars Quadrat Saturn. Geduld ist an diesen Tagen erforderlich, sonst würde man einen bedauerlichen Fehler begehen. Eine wichtige Entscheidung ist am Monatsende zu treffen. Meine liebe Waage, wenn du anstatt eine allgemeine Vorausschau haben möchtest, wenn du eine individuelle Prognose brauchst und schauen möchtest, wie die astrologischen Aspekte sich bei dir in der Zukunft auswirken, kannst du gerne eine Beratung bei mir buchen. Ich würde mich sehr freuen.
An dieser Stelle bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir viel Glück, Erfolg und Freude im September 2020. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.